Es heißt mal wieder Let's Christmas Time und damit willkommen heute am Sonntag, den 7. Dezember, und der Kalender macht mal wieder sich selbstständig. Ja, damit willkommen. Gestern, wie gesagt, leider die Panne, dass das Video nachsynchronisiert werden musste. Hatte ich in der Form auch noch nie gehabt, wobei einmal hatten wir es ja bei Old Maximum Later 2, Entschuldigung. Und ja, da habe ich dann Musik drüber gespielt, nur hier geht das ein bisschen schlecht. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, dass es heute besser klappt und gucken mal, wo die Nummer 7 sich ja versteckt. Ach, hier vorne. Ganz hier vorne ist sie und ja, mal schauen, was da Schönes diesmal drin steckt. Oh, geht heute mal ohne brachiale Gewalt. Oh, schön. Und da haben wir ein Vöglein, das ein Geschenk öffnen will. Oder besser gesagt, die Schleife dazu. So. Ja, so sollte man es erkennen. Und okay, hält. Ja, und im Kalender ist eine Sternschnuppe. Ganz schön, also wenn man sie sieht, hat man ja einen Mund frei. Und ja, wenn ich jetzt einen Mund frei hätte, wünsche ich mir ein erfolgreiches Jahr 2000 und 15, 15 ist es genau. Weil dieses Jahr, ich weiß nicht, es war nicht so von Erfolg bestimmt. So, dann hatte ich gestern ja vorgestellt gehabt, mein Vater arbeitet bei der DHL. Und die haben eben hier einen separaten Kalender bekommen gehabt. Und da hatte ich ja vorgelesen, was hier hinten auf der Rückseite war. Nur ich hatte den Kalender nicht griffbereit gehabt. Deswegen lese ich jetzt nochmal neu vor. Ein großes persönliches Dankeschön für Ihren Einsatz und Ihre Leistung. Nicht nur zur Weihnachtszeit, und herzliche Grüße an Sie und Ihre Familie. Jürgen Kredes, Konzernvorstand Deutsche Post DHL. Post E-Commerce Parcel, ja. Deutsche Post AG, genau. Genau. So. Ja, und hier ist die Nummer 7. Wo ist sie? Nummer 7. Bin ich komplett verwirrt. Ach, da oben bei der Windmühle. Nummer 7, mal gucken, was hier drin ist. Also hier sind so, wie ganz typisch, sind so Plättchen drin, ähnlich wie es beim lieben Kollegen, der in NRW bei 18 ist, mit seinem DB-Kalender. Es ist eine Schnatt, Schnatt, eine Ente. Schnatt, Schnatt, Schnatti, Schnatti, Schnatti. Genau, eine Ente ist in diesem DB-Kalender, ich fast gesagt, in diesem Post Kalender von der DHL. Ja, das wäre es dann. Ich hoffe, es war gestern das Einzige und Einmalige, dass es nachsynchronisiert werden musste. Heute ja zum Glück, denke ich mal, nicht, weil ich jetzt nochmal nachgeguckt habe hier in das Webcam-Programm. Da war tatsächlich der Audio-Input war deaktiviert, aus welchen Gründen auch immer, trotz dass das Headset hier richtig angeschlossen ist. Und ja, morgen geht es dann weiter am Montag, ja, am Montag, die Woche geht wieder los. Und ja, des Weiteren gibt es heute um die gleiche Uhrzeit die Mensa-Kritik-Uni Kassel. Könnt ihr natürlich auch gerne reinschauen. Nächste Woche wird es voraussichtlich keine geben. Ja, weil das seht ihr im Video selbst. Also sowas Schlechtes habe ich noch nie erlebt. Und ja, das wäre es dann, wie gesagt, und bis morgen. Zum achten Türchen, wie immer, um 15 Uhr hier einschalten. Dann kann man nichts falsch machen. Und damit jetzt noch einen schönen zweiten Adventssonntag. Also zweite Kerze anzünden. Und das wär's dann, und ciao.